Und willkommen zurück bei Oriental Night. Liebe Freunde, bevor es weitergeht mit dem Interview mit Madeleine Juno, hier unser Ratgeber des Monats. Wie ihr wisst, waren vor kurzem die Kollegen von der SWM AG zu Gast bei uns auf der Couch und wir haben über Anlagemöglichkeiten im Edelmetallbereich uns unterhalten. Diesmal als Tipp, als Ratgeber des Monats begrüßen wir recht herzlich Herrn Heinz-Klaus Hollerung. Er ist Wirtschaftsjournalist und Berater der SWM AG. Bitte schön. Eine sinnvolle Anlage in der heutigen Zeit bei Nullzinsen ist Sachwert. Bei Nullzinsen gibt es ja keinen Sinn mehr, das Geld jemandem anders zu verleihen, wenn ich Gefahr laufe, es nicht mehr zurückzubekommen und ich kriege auch keine Vergütung dafür in Form von Zins. Also ist Sachwert das Entscheidende. Das kann Aktien sein, das kann Immobilien sein, das können aber auch Edelmetalle sein, Gold und Silber zum Beispiel. Aktien sind zum Beispiel sehr lukrativ, aber nicht alle. Es gibt eine Vielzahl von Aktien. Deswegen ist es die Auswahl, die richtige Aktie zu finden, sehr, sehr schwer. Das Gleiche haben wir bei Immobilien auch. Bei Gold und Silber ist es einfach. Wer Gold und Silber kauft, macht keinen Fehler. Eine sichere Anlage muss auf jeden Fall vor Enteignung geschützt sein. Und das sind in der heutigen Zeit, wo wir über Bail-in sprechen, Sachwerte. Bail-in bedeutet einfach, dass zukünftig die Bankkunden für die Schulden der Bank in die Haftung genommen werden. Und dieses Problem hat man nur, wenn man Bankguthaben hat, wenn man Sachwert hat, hat man dieses Risiko nicht. Alle drei, die ich genannt habe, sowohl Aktien, Immobilien als auch Edelmetalle, Gold und Silber, sind sehr gut. Diese Frage kann nur der Einzelne beantworten. Also es gibt auch sehr gute Aktien. Man muss nur die Zeit haben und das Verständnis haben, danach zu suchen und auch die rauszufinden. Wer diese Zeit nicht hat oder auch die richtige Immobilie zu finden, der ist bei Gold und Silber sicher gut aufgehoben. Eindeutig ja. Wir haben in den letzten Jahren zwar einen großen Rückgang der Gold- und Silberpreise gehabt. Wenn ich aber jetzt die Preisentwicklung der letzten 20 Jahre hochrechne, von 1995 bis heute, da liegen wir bei Gold bei 7,1% und bei Silber bei 6,8%. Also es ist im Vergleich zu all den Geldanlagen, die überhaupt möglich sind, eine sinnvolle Anlage. Ich denke, das ist sehr wichtig für die Zukunft. Es ist sinnvoller, als das Geld auf dem Konto zu lassen, weil auch zukünftig jeder Sparer mit Negativzinsen rechnen muss. Es wird vermutlich in den nächsten Jahren keine Aussicht sein, dass die Zinsen sich erhöhen können. Man sollte sich vor Negativzinsen schützen und man sollte sich vor Bail-in schützen. Bail-in bedeutet, Sparer werden in Zukunft in Haftung genommen für die Schulden der Bank. Und dieses Problem hat man mit Sachwerten nicht.
Vielen Dank, Heinz-Klaus Hollerung, Wirtschaftsjournalist und SWM-AG-Berater. Das war unser letzter Tipp in diesem Zusammenhang mit freundlicher Unterstützung der SWM-AG.